Während einer Veranstaltung des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam gestern hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mehrfach das N-Wort komplett ausgesprochen und das begründet. Daraufhin legte der Moderator des geplanten Gespräches, hier im Bild, der Kulturwissenschaftler Adrian Gillmann, die Moderation nieder. Die Direktorin des Forschungszentrums, die Ethnologin Susanne Schröter, übernahm die Moderation, kritisierte jedoch Palmer heute gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Nach der Veranstaltung war sie vom Frankfurter Uni-Präsidenten kritisiert worden, dass sie nicht Stellung bezogen habe.